Oh, Mason. Ich weiß, Stein und Glas ist nicht jedermanns Geschmack. Wenn du wüsstest, wie ich die vergangenen 2 Jahre gewohnt habe. Mir hing dieser verschnörkelte Krempel schon langsam zum Halse raus. Es gefällt dir, hä? Ob es mir gefällt? Ja. Es ist wunderschön. Ich bin beeindruckt. Genau so ist es mir auch ergangen. Ich habe Wert darauf gelegt, dass es offen und großzügig ist und trotzdem deine Privatsphäre wahrt. Man kann die Channel Islands sehen. Ja, ich sehe sie. Wie oft habe ich an die Umgebung von Santa Barbara denken müssen. Überzeugt, dass ich sie niemals wiedersehen würde. Wenn dir die Aussicht gefällt, gehört's dir. Ich möchte das Haus für dich kaufen, Mutter. Mason, hör mal, ich habe noch etwas Geld. Ich kann dir bei den Kosten... Nein, das kommt nicht in Frage. Mir war es bisher leider nicht vergönnt, dir zu helfen. Ich bin froh, das jetzt nachholen zu können. Als du sagtest, du würdest mir ein Haus kaufen, hatte ich keine Vorstellung, dass es so etwas sein würde. Es ist einfach beeindruckend und unglaublich schön. Du hast es verdient. Du hast in den letzten Jahren die Hölle durchgemacht. Ich will, dass du weißt, dass das nie mehr passieren wird, weil ich in deiner Nähe sein werde. Dies wird jetzt dein Zuhause sein. Und niemand wird es dir wegnehmen. Oh, Mason. Danke. Oh, danke. Oh, hallo. Hallo. Tut mir leid, Mason ist schon weggegangen. Ich weiß nicht, ob er noch mal wiederkommt. Nun ja, er hat mich eigentlich erwartet, also... Na gut, könntest du ihm das hier von mir geben? Ja, natürlich. Danke. Sonst noch was? Ja, könnte ich dich mal kurz sprechen? Natürlich, komm rein. Danke, danke. Victoria, du und ich, wir beide haben viel miteinander durchgemacht und ich will nicht... Ich kann doch aufrichtig zu dir sein. Oh ja, natürlich. Ihr zwei habt so viel zusammengearbeitet, da war es nur eine Frage der Zeit. Es geht nicht um Mason. Es geht um dich. Inwiefern? Nimmst du manchmal Kokain? Oh, welch Geschenk. Sehr ungewöhnlich. Keine Karte. Von wem kann das sein? Er ist von meiner Mutter. Ach was. Wirklich? Ja, er ist von ihr. Er ist zwar origineller als ein Toaster, aber was für ein tieferer Sinn steht dahinter? Als ich noch ein Kind war, hat meine Mutter immer darauf geachtet, dass auch ein Globus im Haus war. Und immer bevor ich schlafen ging, habe ich meine Augen zugemacht und dem Ding einen Schubs gegeben. Und wenn er anhielt, habe ich auf eine Stelle gezeigt. Und meine Mutter hat mir dann etwas über diesen Ort erzählt. Irgendwie ist es ihr immer gelungen, dass die Geschichten über diese Orte sehr exotisch auf mich wirken. Was für Geschichten waren das? Damals erschienen sie mir jedes Mal anders. So ganz allmählich wurde mir aber bewusst, dass es in jeder einzelnen Geschichte diese junge, bildhübsche Prinzessin gab, die in Not war. Und diesen furchtlosen, blendend aussehenden Prinzen, der sie erlöste und mit sich nahm, heim in sein Schloss. Ob Pamela damals gewusst hat, dass du einmal dieser furchtlose, junge Held sein würdest? Ja. Ich weiß nicht, ob der Gedanke an diese Geschichten mir bei all unseren Schwierigkeiten geholfen hätte. Hey, warum so traurig? Ich musste eben an Cruz und Eden denken. Weißt du, ihre Liebe war für mich sowas wie ein Märchen. Nur hat der Held nicht gewonnen. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Ich weiß das zu schätzen. Als ich deine Nachricht erhielt, habe ich gedacht, du hättest vielleicht was von Richterin Larson oder Mason gehört. Nichts dergleichen. Nun, ich bin froh, dass du mich sehen wolltest. Ich meine, ich wäre später sowieso gekommen. Aber dann hast du mich angerufen und gesagt, dass du mich sehen wolltest. Ich möchte, dass du etwas für mich tust, wenn es dir nichts ausmacht. Alles. Ich tue alles, was du willst. Ich brauche deine Hilfe, um meine Angelegenheiten zu regeln. Keith? Ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen. Oh, Dr. Clark. Nein, Sie haben mich überhaupt nicht enttäuscht. Also, wo gibt's denn sowas, am helllichten Tag zu schlafen? Geht's Ihnen gut? Ja, ganz prima. Abgesehen davon, dass ich blind bin und mich langweile.
Wollen Sie mir erzählen, dass der Krankenhauschor und die Krankenhausclowns und die intellektuelle Gesprächsrunde des Krankenhauses nicht bei Ihnen waren? Ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit unserem Unterhaltungskoordinator reden. Wenn Sie sich mit mir unterhalten, langweile ich mich nicht mehr so. Ist diese Rose für mich? Die ist für Sie. Gefällt sie Ihnen? Oh ja, sie ist wunderschön. Was bedrückt Sie? Haben Sie nicht verstanden, was ich sagte? Doch, sehr gut. Ich weiß nicht, ob sie schön ist, weil ich sie nicht sehen kann. Warum sagen Sie es dann? Ich weiß nicht. Ich habe sie gerochen und wahrscheinlich gedacht, dass ich sie sehen könnte. Natürlich konnten Sie das. Und ja, sie ist wunderschön. Sie sind ziemlich clever, wissen Sie das? Das war doch Absicht, oder? Ich habe keine Ahnung, worüber Sie reden. Sie haben mir die Rose gebracht. Weil Sie wollten, dass ich mich an Dingen erfreuen kann, auch wenn ich sie nicht zu sehen vermag. Das sind Ihre Worte, nicht meine. Ich will nur nicht der erste Arzt sein, der einen Patienten wegen unheilbarer Langeweile verliert. Also gut, ich werde mich nicht mehr beschweren. Jedenfalls nicht, wenn Sie mich weiterhin besuchen. Moment. Hier. Danke. Gehen Sie noch nicht, ich werde es kurz machen. Hallo? Ja, hier ist Gina Capwell. Nein, da liegt kein Versehen vor. Wie viel ist es? Ich werde es erledigen. Schlechte Neuigkeiten? Das war nur die Verwaltung. Sie wollten von mir wissen, wie ich meine Rechnung bezahle. Da scheint sich einiges anzuhäufen. Sie sollten Minnesänger und Gaukler bei diesen Preisen hier auftreten lassen. Ich werde mit Ihnen reden. Ich mag nicht, wenn Sie meine Patienten wegen des Geldes behelligen. Nein, Sie wollten doch nur meine Versicherung in Erfahrung bringen. Das Problem ist nur, ich habe keine Versicherung. Sie haben keine Krankenversicherung? Ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht. Mir kam der Gedanke daran so negativ vor. Nun ja, die finanzielle Seite ist nicht mein Gebiet, aber die Herren in der Chefetage werden jeden Cent haben wollen. Mit Medizin wird viel Geld verdient. Erzählen Sie mir mehr davon. Hören Sie, es wird sicher nicht leicht für Sie werden, aber ich hoffe, dass Sie einen Weg finden, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Ich schaffe das schon. Werden Sie vielleicht einen Kredit aufnehmen? Nein, ich denke nicht. Ich denke eher, dass es jemanden gibt, der bereit ist zu bezahlen. Jemand schuldet mir etwas. Eins sage ich euch, Jakes Karriere geht los wie eine Rakete. Ein echter Glückstreffer, ha? Hey, sprich nicht so von Jake. Sein Gesicht ist auf fast jeder Plakatwand und in jeder Zeitschrift. Dann die Nebenrolle in dem Film. Er ist auf dem Weg. Sie profitieren ja wohl auch davon, wenn man überlegt, dass Sie 10% von dem bekommen, was Jake verdient. Nicht 10% von allem. An dem Biestgeschäft bin ich ja wohl nicht beteiligt. Da hätte ich bestimmt mehr Geld für ihn rausgeholt. Und was hast du als nächstes mit ihm geplant? Tja, mir fällt zurzeit nichts Vernünftiges ein. Ich kann nicht glauben, dass Sie Schwierigkeiten haben, sich was auszudenken. Oh, das ist bestimmt kein Problem. Ich muss nur nachdenken. Mir fällt schon was ein. Warum nutzen Sie nicht Ihre Zeit und suchen sich einen eigenen Job? Ich meine, anstatt Ihren Vorteil aus anderer Leute Arbeit zu ziehen. Ted, TJ hat hart gearbeitet, um Jake in diesem Film unterzubringen. Ich meine, es ist nicht so einfach, die Karriere von jemandem zu managen. Entschuldigt mich, ich glaube, es wäre an der Zeit, mir den Garten anzusehen. Es geht doch in Ordnung, wenn ich mich an den Pool setze, Ted, oder? Natürlich, von mir aus. Sie können gehen, wohin Sie wollen, um Ihre Probleme zu wälzen. Findest du nicht, dass du eben etwas taktlos gegenüber TJ warst? Hast du Angst, ich könnte ihn vertreiben? Ich brauche den Bulldozer, um das zu schaffen. Weißt du, ich verstehe dich nicht. Das sieht dir überhaupt nicht ähnlich. Der Grund, warum ich dich so liebe, ist, dass du dir über andere Menschen und ihre Gefühle Gedanken machst. Natürlich mache ich mir über Menschen Gedanken, aber es gibt Grenzen. Und vor 3 Tagen hat TJ seine überschritten. Ich meine, der Kerl glaubt wohl, dass wir seine Sklaven sind. Ich glaube nicht, dass das alles ist, was dich aufregt. Da hast du recht. Ich kann ihn nicht ausstehen. Und ich will nicht, dass du deine Zeit mit ihm verbringst. Ich will, dass er endlich von hier verschwindet.
Du verbringst 16 Stunden täglich mit Mason. Und dann kommst du einfach hier hereingeschneit und beschuldigst mich, Kokain zu nehmen. Ich habe dich nur gefragt, mehr nicht. Das ist ja auch eine absolut arglose Frage. Du bist mit deinem Auto herumgefahren und dachtest plötzlich, hey, ich frag mich, nimmt Tori Kokain? So war es doch überhaupt nicht, verstehst du? Mel Stock hat mir vor kurzem Kokain angeboten. Wirklich? Hast du es genommen? Nein. Oh, ja, natürlich würdest du nein sagen. Ich dagegen würde es natürlich tun. Ich vermute, du denkst, ich würde überhaupt alles tun, was er mir anbietet. Ich muss leider zugeben, du hast dich in der letzten Zeit seltsam verhalten. Du warst völlig überdreht. Du warst immer im Stress, vielleicht wegen des... Julia, hör bitte mal zu. Ich benutze kein Kokain und ich benutze auch keine anderen Drogen. Und wenn ich mich in letzter Zeit etwas seltsam verhalten haben sollte, dann nur, weil du und mein Mann viel zu viel Zeit miteinander verbracht habt. Oh, es tut mir leid. Wenn ich zu weit gegangen bin, dann tut es mir leid. Und ob du zu weit gegangen bist, das bist du wirklich. Du hast wohl gehofft, ich würde dir erzählen, ich wäre abhängig von dem Zeug. Und das hättest du dann Mason erzählt. Und dein Gewissen wäre erleichtert. Ich weiß nicht, wie ich dich jemals davon überzeugen kann, dass zwischen Mason und mir absolut nichts ist. Nein, sag jetzt gar nichts, okay? Bitte geh jetzt einfach. Geh nach Hause und such dir eine andere Rechtfertigung dafür, dass du versuchst, meine Ehe zu zerstören. Also geh schon. So war es gestern auch schon. Du malst alles in so düsteren Farben. Tja, du weißt doch, wie ich mich fühle. Genau das werde ich nicht akzeptieren. Ich habe dich nicht hergebeten, um mit dir zu streiten. Ich könnte es jedenfalls verstehen, wenn du es nicht tun würdest. Sag doch endlich, was es ist. Erstmal möchte ich, dass du das Strandhaus auf deinen Namen überschreiben lässt. Ich habe es für dich gebaut und immer gewollt, dass du es bekommst. Ich wollte sowieso dahin ziehen und das Haus versorgen, bis du zurückkommst. Außerdem sehe ich es gern, wenn du es dir überlegen würdest, das Detektivbüro zu übernehmen. Ich glaube, du würdest es gut führen, wenn du dich dahinter kriegst. Ich bin kein Detektiv. Das Büro läuft nun mal nicht ohne dich. Es muss einfach so gehen, bis du wiederkommst. Wenn Paul wieder in Santa Barbara ist, solltest du ihn fragen, ob er und Kane dir dabei helfen. Ich glaube, ihr drei werdet ein sehr gutes Team. Was ist mit Carmen? Tja, am besten wäre, sie nach Hause zu schicken. Sie liebt diese Stadt. Sie kommt hier alleine nicht zurecht. Das braucht sie auch nicht. Sie ist deine Schwester und sie gehört zur Familie. Ich nehme sie zu mir. Darum kann ich dich nicht bitten. Hast du doch gar nicht. Vielen Dank. Es ist gut zu wissen, dass sie sich an dich wenden kann. Ja, das kann sie. Wann immer ich deine Schwester sehe, sehe ich dich. Was? Ich habe dieses Spiel, weiß Gott, über. Ach, was für ein Spiel spielen wir denn? Ich versuche, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Tatsache ist doch nur eins, Cruz, dass du unschuldig bist. Tatsache ist, dass Mason und Julia irgendwann in Berufung gehen werden und dass es irgendwo einen Zeugen gibt, der dich entlassen kann. Ich werde dennoch den Rest des Lebens im Gefängnis verbringen müssen. Und wenn du glaubst, du könntest daran etwas ändern, indem du deine Augen davor verschließt, dann irrst du dich gewaltig. Ich werde in einer Zelle sitzen, genau wie jetzt. Und du wirst deine Tage draußen verbringen, in Freiheit. Cruz, ist es das, was in dir vorgeht? Hast du Angst, ich würde nicht auf dich warten? Hiermit wäre der diagnostische Teil unserer Unterhaltung abgeschlossen. Und wie geht es der Patientin? Wir sind sehr zuversichtlich. Und das können Sie sein, indem Sie meinen Blutdruck messen? Der Bescheid über Ihre Rechnung hat ihn kein bisschen erhöht. Sie müssen zuversichtlich sein. Tja, wenn mein Blutdruck jedes Mal steigen würde, wenn ich in der Klemme stecke, wäre ich schon längst auf dem Friedhof. Das Leben war nicht leicht für Sie? Naja, ich will mich nicht beklagen. Trotzdem wäre es schön, wenn ich wieder sehen könnte. Ich glaube, ich sagte es bereits. Ich habe das Gefühl, dass Sie wieder auf Ihren Füßen landen werden. Jedenfalls bin ich nicht mehr so verzweifelt. Ich meine, ich weiß, dass die Rose wunderschön ist, dass ich mich an Dingen erfreuen kann oder etwas über Dinge sagen kann, ohne sie wirklich zu sehen. Zum Beispiel? Zum Beispiel kann man viel über einen Menschen sagen, ohne unbedingt das Gesicht sehen zu müssen. Über mich zum Beispiel? Ja, sicher. Dann lassen Sie mal hören, was für ein Typ bin ich? Sie sind jung, attraktiv und Sie haben eine aufregende Stimme. Oh, geht noch weiter. Sie tragen italienische Lederschuhe, Mokassins, ohne Socken.
Und sie tragen eine Seidenbuntfaltenhose und ein verdeckt geknöpftes Hemd mit offenem Kragen. Wirklich ganz verblüffend. Habe ich recht? Beinahe ein Volltreffer. Doktor, darf ich meine Lieblingstante besuchen? Natürlich. Hallo. Haley? Ja, ich bin. Jake ist auch mitgekommen. Hallo, Jake. Wie geht's? Wir haben dir was mitgebracht. Oh, schön. Nicht verraten. Okay. Lakritz. Du musst aber was abgeben. Du siehst großartig aus. Danke. Maverick? Bist du es wirklich? Boomer? Ja. Wer ist Boomer? Mein neuer Spitzname. Ich glaub's einfach nicht. Ich glaube es du auch hier? Nicht. Ja. Hey, was machst du? Was soll das? Doktor? Jedenfalls bist du Doktor geworden? Das alle. Nicht zu viel. Hey, woher kennt ihr beiden euch? Wir sind zusammen zur Oberschule gegangen. Wir haben zusammen Football gespielt. Die einzige sieglose Saison in der Geschichte der Schule. Ja, stimmt. Aber hätten wir gegen Oxnard wenigstens einen Punkt machen können, wenn er diesen Pass nicht verfehlt hätte. Erinnere mich bitte nicht daran. Arme. Das ist doch schon Ewigkeiten her. Was hast du so getrieben? Ach, nichts Besonderes, weißt du. Oh, er ist nur das bekannteste Model in Santa Barbara auf dem Weg, ein Filmstar zu werden. Was man eben so macht. Du bist im Showgeschäft? Ja, weißt du. Das gibt es doch gar nicht. Wisst ihr, wie schüchtern dieser Typ früher war? Sagen Sie es mir. Ich habe ihm mal ein Rendezvous vermittelt. Erinnerst du dich an Barbara Naylor? Ach, mal, diese Geschichte interessiert doch was? Niemanden. Mich schon? Ich auch. Ich will alles über Boomer wissen. Alles, woran sich Jake erinnern kann. Das könnte für Sie ein neuer Nachmittag werden. Da wüsste ich jede Menge zu erzählen. Oh, wer kommt denn da? Unsere entzückende Schwester, um sie zur Untersuchung zu bringen. Können wir das nicht auf nachher verschieben? Ich will alles wissen, was Jake über Sie weiß. Nein, nein, Sie können sich nach der Untersuchung mit Jake unterhalten. Nachdem ich seine Geschichten zensiert habe. So. Oh nein, das dürfen Sie nicht tun. Hören Sie nicht auf ihn, Jake. Vorsicht. Vorsicht, bitte. Füße nach okay, und wo bringen Füße Sie mich hin? Sie kommen in die Röntgenabteilung. Ich habe Ihnen davon erzählt. Erinnern Sie sich? Kommen Sie denn nicht mit? Ich komme in ein paar Minuten nach. Sie müssen für die Untersuchung noch vorbereitet werden. In Ordnung. Okay, danke für deinen Besuch, Haley, und danke für die Lakritze. Wir sehen uns dann später. Sehen ist gut, ja. Wird sie jemals wieder sehen können? Nun ja, es ist noch zu früh, um das genau sagen zu können. Es ist alles möglich. Aber ansonsten geht es ihr hervorragend. Ich weiß nicht, wie sie reagiert, wenn sie erfährt, dass sie für immer blind bleiben müsste. Darum würde ich mir keine Sorgen machen, Haley. Ich glaube, ihre Tante hat einen sehr starken Lebenswillen. Bisher habe ich nur sehr wenige Patienten mit so viel Energie und Temperament gesehen. Ich denke, sie ist der Sache gewachsen. Ich bin froh, dass Sie da sind. Ich muss mit Ihnen reden. Ich habe das Gefühl, dass ich weiß, was Sie mir sagen wollen. Na gut, wenn das so ist. Ich habe für Sie ein Zimmer im Seatide Motel reserviert. Eine vornehme Art, jemandem zu sagen, dass er nicht mehr erwünscht ist. Es ist nur, dass Ted und ich erst vor kurzem hier eingezogen sind und wirklich wenig Gelegenheit hatten, allein zu sein. Ich glaube auch nicht, dass es eine besonders gute Idee war, einen ehemaligen Freund von Layton hier wohnen zu lassen. Ihr zwei schuldet mir keine Erklärung, okay? Ich weiß. Ich habe es nicht gezeigt, aber ich weiß zu schätzen, was ihr für mich getan habt. Ganz besonders Sie, Ted. Es war nicht leicht für Sie. Das stimmt. Ich würde euch gerne die Hand geben, aber es geht nicht. Also, ich danke dir, Layton. Ich danke Ihnen. Und passen Sie auf sie auf. Mach, Sie finden keine bessere. Sag mir, dass du Vertrauen zu mir hast. Dass du weißt, dass ich auf dich warten werde. Darling, verstehst du denn nicht? Das ist genau das, wovor ich mich fürchte. Ich will nicht, dass du auf mich wartest. Sag das doch nicht. Wir reden hier doch nicht über ein paar Monate. Ja, noch nicht mal über ein paar Jahre. Das ist mir egal. Aber mir nicht. Und ich will nicht Woche für Woche in den Besucherraum kommen und zusehen, wie du älter und älter wirst. Und so tust, als sei das in Ordnung, obwohl du weißt, dass du dein Leben durch Warten verschwendest. Cruz, ohne dich hat das Leben keinen Sinn. Gott, das sollte es aber. Du solltest ein Zuhause haben und du solltest all das haben, was du verdienst, Eden. Bitte, ich will das nicht länger hören. Eden, ich bitte dich, hör mir zu. Ich möchte, dass du eine Familie hast. Du bist ein Mensch, der Kinder braucht, und von mir kannst du sie nicht bekommen. Verlang nicht von mir, dass ich die Zeit hier in dem Bewusstsein verbringe, dass ich dein Leben ruiniert habe. Das würde es noch schlimmer machen. Wir werden zusammen sein. Wir werden unseren Traum wahr machen. Du gehst jetzt wohl besser. Also gut. Ich werde alles, was du wolltest, erledigen und dann komme ich wieder. Nichts, gar nichts wird mich von dir fernhalten können. Wache!
Hallo, Pamela. Ich denke, Sie sind blind. Das stimmt. Ihr Parfum, der Fliedergeruch, hat Sie verraten. Wieso eigentlich haben Sie verlangt, dass ich herkomme? Ich habe überhaupt nichts verlangt. Ich wollte lediglich, dass Sie mal vorbeischauen. Es lag eine unüberhörbare Drohung in Ihrer Stimme. Ich wollte mich nur ein wenig unterhalten, mehr nicht. Wir haben uns seit Ihrem großen Auftritt vor Gericht gar nicht mehr gesprochen. Ich wüsste nicht, was zwischen uns zu bereden wäre. Wenn es keinen wichtigen Grund für mein Hiersein gibt, würde ich... Nein, warten Sie. Also gut. Sehen Sie, ich habe hier eine ziemlich hohe Rechnung offen. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Ich stecke zurzeit in Schwierigkeiten. Ach, wirklich? Was ist mit den 50.000 Dollar, die ich Ihnen gegeben habe? Das war vor 3 Wochen. Das Leben ist nicht billig. Bieten Sie sich ernsthaft ein, Sie würden von mir noch mehr Geld bekommen, ha? Huh? Wie können Sie so etwas erwarten? Oh, ich verstehe. Sie dachten, dass ich Mitleid mit Ihnen habe, weil Sie blind sind. Nein, ich habe nie geglaubt, dass Mitleid Ihre Stärke ist. Ich dachte, Sie wären mir vielleicht ein wenig dankbar für all das, was ich für Sie getan habe. Wofür sollte ich dankbar sein? Für die Erpressung oder für die Drohung? Ach, kommen Sie, Pamela. Ohne mich würden Sie immer noch Ihren Schleier tragen. Ich habe Ihnen doch die Medikamente für Ihr Gesicht beschafft. Mit 50.000 Dollar ist die Schuld wohl mehr als beglichen. Und ich bin diejenige, die Sie überredet hat, Santa Barbara nicht zu verlassen, damit Sie Ihre geliebten Söhne wiedersehen konnten. Das sollte Ihnen doch etwas wert sein. Nichts ist mir so wichtig wie meine 2 Söhne. Ich zwang Sie hier zu bleiben, weil ich das wusste. Nein, das ist nicht wahr. Sie wollten doch lediglich, dass ich Geld aus CC heraushole. Ihr Motiv war klar und eindeutig. Geldgier, Gina. Geldgier. Was immer es war, ich bin diejenige, der Sie Ihr neues Leben verdankt. Mir ganz allein. Ja, und dafür danke ich Ihnen. Ich bin sehr froh, wieder hier zu leben. Mason hat mir ein so wunderschönes Haus gekauft. Es ist gleich bei Montecito und hat einen ganz fantastischen Ausblick. Oh, es ist wunderschön. Ich kann Ihnen gar nicht... Ich finde es ganz toll für Sie, dass Sie in einem wunderschönen Haus wohnen. Ich meine, das ist doch nur ein Grund mehr dafür, dass Sie mir danken müssten. Wenn ich nicht gewesen wäre, hätten Sie dieses Haus jetzt nicht. Sie hätten gar nichts. Das sollte doch wohl ausreichend dafür sein, dass Sie meine Krankenhauskosten übernehmen. Nein, eigentlich nicht. Oh, auch gut. Wirklich. Schön, dann besorge ich mir das Geld eben woanders. Sie hatten die Chance, sich dankbar zu erweisen, aber Sie scheinen das ja nicht nötig zu haben. Ich habe Ihnen schon früher geholfen, Pamela, und ich könnte es wieder tun, wenn Sie nicht so entsetzlich dumm wären. Pamela? Pamela! Ja, mein... Nein, das Haus ist perfekt. Nein, das ist alles gar nicht nötig. Richtig. Da es nicht bewohnt ist, nehme ich an, dass ich ein sofortiges Nutzungsrecht bekomme. Gut, nein, ich bezahle einfach in bar. Ja, ich kann Ihnen gleich eine Anzahlung zukommen lassen. Gut. Wiedersehen. Hör ich richtig, du hast ein Haus gekauft? Ja. Wirklich? Ja, weißt du, wo das Scheckheft ist? Ja, gleich hier. Du bist wirklich unberechenbar. Wann hast du dich für den Kauf entschieden? Vor ein paar Tagen. Ah, und wo liegt es? In der Nähe von Montecito. Es ist schön gelegen. Im Kolonialstil? Nein, es ist ziemlich modern. Es hat mit den besten Ausblick in Santa Barbara. Das ist einfach unglaublich. Du bist süß. Das ist toll. Nun, ich bin froh, dass du so empfindest. Ich glaube, Mutter wird sich dort sehr wohlfühlen. Nach dem, was sie durchgemacht hat, war es das Mindeste, was ich für sie tun konnte. Hör zu, ich muss jetzt zum Makler die Anzahlung leisten. Er will 50.000 Dollar bar auf die Hand. Danke für dein Verständnis. Also, bis später. Ja, okay. 50.000. Oh mein Gott. Mel? Ach, bin ich froh, dass Sie zu Hause sind, hören Sie. Ich brauche das Geld zurück. Sie haben ja keine Ahnung. Ja, ich habe das Zeug bekommen. Hab ich, ja. Und ich habe auch schon etwas davon verbraucht. Hören Sie, es gibt ein Problem. Okay, ja, ich verstehe. Könnten Sie mir etwas leihen? Nun, als Vorschuss auf meine Gage oder so etwas. Ich verstehe. Na sicher. Ja, na gut, dann. Okay, Mel, danke. Bis dann. Ich muss ruhig bleiben. Ich muss ruhig bleiben. Alle sagen, wenn Mason und Julian Berufung gehen, kommst du hier bald raus. Oh, ja. Ja. Jede Wette. Und, wie fühlt man sich, wenn man bald heiratet? Ich liebe ihn über alles, Cruz. Ja, und er liebt dich auch. Ich glaube wirklich, dass ihr beide glücklich werdet. Ja, ich auch.
Es fällt mir sehr schwer, mich auf die Hochzeit zu freuen, wenn ich weiß, dass du nicht daran teilnehmen wirst, weißt du, Bruce? Nun, das ist doch einer der Gründe, warum ich mit dir reden wollte, weißt du. Ich hatte gehofft, dass du Eden vielleicht etwas mehr in deine Vorbereitung einspannen könntest, damit sie davon abgelenkt wird, dass wir voneinander getrennt sind. Das ist unmöglich, ja, Bruce. Ja, aber versuch es wenigstens. Oha. Weißt du, macht euch um mich keine Gedanken, während das in eurem Leben passiert. Es wäre mir lieber, wenn ihr euch um eure Angelegenheiten kümmert, weil ihr sowieso nichts ändern könnt. Du passt auf Eden auf, nicht wahr, Kelly? Mit meinen Gedanken werde ich bei euch sein, wenigstens das. Ich habe mir schon so oft vorgestellt, wie es sein wird, und du wirst bezaubernd aussehen in deinem Brautkleid. Er wird stolz auf dich sein, ganz bestimmt. Ich wusste von Anfang an, dass ihr beide wirklich gut zusammenpasst, und ich glaube, dass ihr ein herrliches Leben vor euch habt. Ich will, dass ihr auch glücklich werdet. Das ist wirklich sehr nett. Das ist schon in Ordnung, Victoria. Sie klangen so bedrückt. Warum waren Sie so verstört? Oh, ja, eigentlich ist es wirklich lächerlich, aber das passiert mir immer wieder. Ich mache aus einer Mücke einen Elefanten und denke, die Welt geht unter. Und wenn ich darüber nachdenke, ist es halb so schlimm. Also, wie kann ich Ihnen helfen? Ach, ich habe mich dummerweise in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Mason war oft nicht zu Hause und ich fing an, mich etwas vernachlässigt und deprimiert zu fühlen. Ich bin los und habe mir eine Pelzjacke gekauft und sie mit einem Scheck bezahlt. Aber ich habe Mason nichts davon erzählt und mir wurde klar, das war nicht richtig. Leider kann ich sie nicht zurückgeben, weil es ein Sonderangebot ist. Und jetzt brauchen Sie Geld, um den Scheck zu decken, bevor Mason es bemerkt, richtig? Wissen Sie, das ist mir so. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich eine Beziehung zu meiner neuen Schwiegermutter herstellen wollte. Wie viel brauchen Sie? $5,000. In Ordnung, Victoria. Sie haben das Geld in einer Stunde. Oh, hören Sie, das weiß ich wirklich zu schätzen. Sie bekommen es zurück, sobald ich meine Gage erhalten nein, habe. Okay? Nein, das kommt nicht in Frage. Sie sind meine erste Schwiegertochter. Sie haben mir einen Enkel geschenkt. Ich möchte, dass Sie das Geld als kleines Geschenk von mir betrachten. Oh, danke. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Normalerweise mache ich mir wegen sowas ja keine Sorgen, aber wissen Sie, in letzter Zeit gibt es zwischen Mason und mir leider erhebliche Spannungen. Ich verstehe, was Sie meinen. Machen Sie sich bitte keine Gedanken. Wir zwei bewahren das als unser kleines Geheimnis. Danke. Wollen Sie heute Abend groß ausgehen? Ich habe Probleme mit dem Telefon. Ich erreiche meine Leute, die Spanisch sprechen, weil ich die falsche Nummer wähle. Es ist eigentlich ganz einfach. Also, Sie haben 12 Tasten. Nummeriert von links nach rechts in 4 Dreierreihen, stimmt's? Außer in der untersten Reihe, wo die 0 in der Mitte ist. Aha. Soweit alles klar? Mhm. Sie werden bald in der Lage sein, die verschiedenen Signale zu unterscheiden. Hier, versuchen Sie es. Wählen Sie. 555. Okay, warten Sie einen Moment. 5, 5, 5. Nein. Nochmal. Hierher. 5, 5, 5. 8, 0, 3, 7. Weiter. Ja. Ist das richtig so? Nein, Lise. 8, 0, 3, 7. Richtig. Es klingelt. Oh, nein, nein, nein. Warten Sie, bis abgenommen wird. Hallo? Hier bei Dr. Scott Clark. Hallo, mein Herzblatt. Irgendwelche Nachrichten für mich? Nichts Dringendes, Doktor. Okay, vielen Dank. Meine Beliebtheit lässt wohl nach. Sind Sie unter dieser Nummer jederzeit erreichbar? Tag und Nacht. Würden Sie sie für mich aufschreiben, bitte? Das kann ich tun, aber wird auch jemand hier sein, der sie Ihnen vorliest? Ich weiß nicht. Ich sollte sie mir besser merken. Wie war die Nummer noch? Sie ist 555. 8037. 555-8037? Ja. Ich werde sie mir merken. Gut, dann werde ich mit der Visite fortfahren. Ach ja, ich habe mit der Aufnahme geredet und sie darum gebeten, sie nicht mehr mit der Rechnung zu belästigen. Sie haben versprochen zu warten, bis sie wieder draußen sind. Ich werde mich damit beeilen. Okay, gut. Ich sehe sie dann später. 555-8037. Stimmt. Hey, Doktor. Sie müssen mir das Zeug hier abmachen. Nun, als ich es neulich entfernen wollte, wollten Sie es dran behalten. Ja, ja. Was wollen Sie eigentlich?
Ich habe mich eben anders entschieden. Übrigens, als ich heute Morgen aufgewacht bin, tat mir überhaupt nichts mehr weh. Glauben Sie mir, Ihre Heilkünste sind wirklich beeindruckend, Doktor. Ja. Sie brauchen kein Süßholz zu raspeln, TJ. Ich weiß, dass ich ein guter Arzt bin und dass Sie ein guter Lügner sind. Kommen Sie, lassen Sie uns das Zeug abnehmen. Eigentlich wollte ich die Hochzeit vor dem Turm oder auf dem Tennisplatz ausrichten lassen. Aber hierher bin ich schon immer am liebsten gekommen. Das ist doch ideal hier. Das sage ich doch. Erinnerst du dich noch, als du hier Lady Shatterley gelesen hast und der dich dabei erwischt hat? Wie alt warst du da? 14 oder 15? Nein, so 12. Es war sehr interessant. Na und wie? Wie haben wir uns immer versteckt? Ja, sehr oft. Daddy hat hier oben nie nach uns gesucht. Nein. Es ist so schön hier. Jedenfalls gibt's eine Menge Ecken, um die verstecken. Du glaubst nicht, wie oft wir hier Räuber und Gendarmen gespielt haben. Manchmal stundenlang. Und wie die Signale mit der Taschenlampe hier umgegeben haben. Genau. Und wenn man gefangen wurde, wurde man hierher gebracht. Wir haben uns stundenlang hinter den Büschen versteckt, weil wir dachten, dass du und Johnny hier rumknutschen würdet. Ich hab dich nie gefragt, ob das so war. Ich bitte dich, Johnny Lindström. Wenn ich hier war, dann nur, um ihn nicht sehen zu müssen. Ein Schlupfloch. Ganz genau so haben wir es auch genannt. Ja, unsere Vergangenheit. Ja, Kelly. Ich zeige euch, wo der Pfarrer stehen wird. Das ist es. Perfekt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Farbmuster und Stoffe so bald wie möglich vorbeibringen würden. Es ist ein sehr schönes Haus, Mr. Cadwell. Ich freue mich darauf, es umzugestalten. Oh, Jeffrey, ich bin gleich soweit. Ich will Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Anfang der Woche werde ich Ihnen die ersten Entwürfe vorlegen können. Na wunderbar, danke, Miss Anderson. Nichts zu danken. Sie wissen, wo Sie mich erreichen. Sie können jederzeit anrufen. Wiedersehen. Mason, was geht hier vor? Ich tue mein Bestes, um Mutters Haus so schnell wie möglich einrichten zu lassen. Ohne mich nach meiner Meinung zu fragen. Interessant. Oh, ich wusste nicht, dass es dir so wichtig ist, an der Auswahl der Teppiche beteiligt nein, zu sein. Nein, du weißt, was ich meine. Ich finde, dass der Kauf des Hauses von uns allen hätte entschieden werden sollen. Sag mal, glaubst du denn wirklich, dass sich Mutter in ihrem Hotelzimmer wohler fühlt als hier? Moment, darum geht es nicht. Mir geht's darum, dass du es nicht einmal für nötig gehalten hast, mich einzuweihen. Naja, um ehrlich zu sein, Jeffrey, als ich das Haus sah, wusste ich gleich, das ist das, wonach wir suchen. Ich wollte nicht, dass uns jemand zuvorkommt. Oh, ich verstehe. Also meine Meinung ist für dich völlig unwichtig, richtig? Also um ganz ehrlich zu sein, ich wusste, dass du momentan sowieso nicht in der Lage bist, finanziell etwas zu dem Kauf beizusteuern, Jeffrey. Ich wollte dich nicht unter Druck setzen. Ja, natürlich, das hätte ich wissen sollen. Das Capwell-Vermögen kann alles bewirken, Jeffrey, nicht wahr? Ich weiß nicht, was in dich gefahren ist, aber ich hoffe, dass du bis zur Hochzeit darüber hinwegkommst. Ich tue nur, was ich für das Beste für Mutter halte. Ich möchte ihr endlich das Leben bieten, das sie verdient hat. Ich liege hier und denke über all die Dinge nach, an die ich mich gewöhnen muss, wenn ich wieder nach Hause komme. Und ich denke nur an die wesentlichen Dinge, nicht mal an die vielen Kleinigkeiten. Ich meine, wie legt man als Blinde Make-up auf? Wie findet man Kleidung, die zueinander passt? Und woher weiß man, wie viel Geld man hat? Was mich betrifft, benötigen Sie kein Make-up. Aber ich kann Ihnen den Trick mit dem Geld zeigen. Die Münzen könnte ich kann ich erkennen, aber beim Papiergeld, da gibt es doch keine Unterschiede. Okay, passen Sie auf. Also das ist ein Dollar. In Ordnung? Man steckt ihn ungefaltet in das Geldscheinfach des Portemonnaies. Klar. Gut. Also hier mit einem Fünfer könnten Sie dies tun. Fühlen Sie. Ja. Und einen Zehner? Den könnten Sie so falten. Ja? In Ordnung. Einen 20er falten Sie zweimal. Der Länge nach. Ja. Gut. Und den 50er falten Sie zweimal der Breite nach. Ich verstehe. Klar? Haben Sie es? Ja. Versuchen Sie es. Okay. So hat man Scheine normalerweise bei sich. Hier habe ich einen Dollar. Stimmt. Wenn es ein 5er ist, faltet man ihn so. Ja. Und wenn es ein 10er ist, dann faltet man ihn so. Aha. Und ein 20er, so. Und ein 50er, so. Das ist ja toll. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das so schnell begriffen hat. Tja, wenn es ums Geld geht, lerne ich ziemlich schnell. Aha, das ist mein Dollar. Entschuldigung, die macht der Gewohnheit. Ich verstehe.
Und was ist mit den 100 und den 1000-Dollar-Noten? Ich glaube nicht, dass es so viele 1000-Dollar-Noten bei uns gibt. Doch, ich habe sie gesehen und ich beabsichtige, noch mehr davon in meinem Leben zu sehen. Es ist unfassbar, wie viel Lebenswillen in Ihnen steckt. Sie sind wirklich unglaublich, wissen Sie das? Du siehst großartig aus. Na, ich weiß nicht. Ich sehe im Smoking ziemlich komisch aus, aber er ist auf jeden Fall besser als dieser Lendenschurz. Aber der Lendenschurz hat dir ermöglicht, jede Menge Geld zu verdienen. Ich weiß nicht, irgendwas an diesem Bild lässt mir keine Ruhe. Ich finde daran nichts auszusetzen. Nein, er sieht toll aus in diesem Smoking. Als ob er dahin gehört, in diesen erstklassigen Nachtclub. Ich habe mich noch in keinem Nachtclub wohlgefühlt. Moment mal, Moment. Mann, danach habe ich immer gesucht. Was hältst du davon, wenn wir einen Nachtclub aufmachen? TJ, ich habe keine Ahnung, wie man so einen Club... Das werde alles ich für uns regeln. Du hast die richtige Ausstrahlung, du wärst die Attraktion. Mit dir kriegen wir die ganze Prominenz in den Laden. Und wir haben eine super Tanzfläche. Live-Musik. Oh Mann, wir nennen es die Höhle des Biests. Nein, das ist blöd. Na, mach nichts. Mir wird schon was einfallen. Wir hängen tausende von deinen Bildern überall auf. Wir werden ein Vermögen verdienen. Ach ja? Wie willst du so ein Projekt eigentlich finanzieren, TJ? Nein, wir machen uns keine Sorgen. Uns wird schon was einfallen. Wir kriegen das hin. Ist das eine geniale Idee? Es wurde mir soeben von meiner Bank mitgeteilt, dass meine Einlagen nicht ausreichend seien, um einen Scheck zu decken, den ich gerade ausgestellt habe. Wie es scheint, hast du einen Scheck über 5000 Dollar unterschrieben, ohne es mir mitzuteilen und ohne es in das Kontobuch einzutragen. Ja, das stimmt. Hier ist das Geld, Mason. Nun, das Geld ist nicht das Thema, Victoria. Ich hätte einen Betrag zur Deckung überweisen können, wenn ich davon gewusst hätte. Es tut mir wirklich leid, okay? Es ist mir alles schrecklich peinlich, aber zu der Zeit war ich fürchterlich deprimiert und da habe ich mir diese Jacke gekauft. Dann habe ich eingesehen, dass ich es nicht hätte tun sollen und dadurch ging es mir auch nicht gerade besser. War das deine Art von Bestrafung, mir zuzusehen, wie ich einen Scheck ausstelle, von dem du wusstest, dass er platzt? Mason, es tut mir leid, dass ich dich in Verlegenheit gebracht habe. Ich hatte gehofft, das hier einzahlen zu können, bevor dein Scheck eintrifft, aber die Bank hatte geschlossen. Wo hast du überhaupt so viel Bargeld her? Ich habe einen Vorschuss für den Film bekommen. In Bar? Nein, nein, sie haben den Scheck für mich eingelöst, weißt du? Tut mir leid, ich möchte mich wirklich bei dir entschuldigen. Vermutlich haben wir beide in der letzten Zeit zu viel Stress gehabt. Hör zu, ich muss mit Julia noch einmal Crews Fall durchgehen. Wir können später zusammen essen, wenn du willst. Nein, das geht leider nicht. Aber wieso nicht? Weil wir heute Abend drehen. Ich weiß noch nicht, wann ich nach Hause komme. Es kann spät werden. Ich verstehe. Du willst also weiter an diesem Film arbeiten, obwohl du weißt, was ich davon halte. Ich kann nicht einfach mittendrin aufhören. Sag mal, wie sollen wir deiner Meinung nach unsere Probleme lösen, wenn alles andere Vorrang hat? Das habe ich mich auch schon gefragt. Kane? Ja, das ist es. Das ist die ideale Umgebung, als ob sie dafür geschaffen wäre. Wofür? Wovon redest du? Es ist die ideale Lage. Es sind die richtigen Mauern, es gibt Fluchtwege. Und der Park ist so groß und so verwinkelt, dass niemand ihn vollständig überwachen kann. Kane, was ist eigentlich los mit dir? Ich meine, das ist das Grundstück meines Vaters und kein Spekulationsobjekt. Du klingst ja total übergeschnappt. Glaub mir, ich habe wirklich nicht vor, Häuser zu bauen. Was willst du dann? Nein, das ist unmöglich. Denk drüber nach. Sieh's dir an. Es ist absolut dafür geeignet. Wofür geeignet? Für eine Flucht? Cruz wird während der Hochzeit fliehen. Bist du verrückt geworden? Nein, hör zu. Die Leute werden alle abgelenkt sein. Und wenn nicht, sorgen wir für eine kleine Überraschung. Und dann ist Cruz auch schon über die Mauer. Es ist nur ein Katzensprung bis zur Straße. Wir brauchen nur noch einen Wagen und einen Fahrer. Augenblick, wie denkst du dir das eigentlich? Wie kriegen wir Cruz überhaupt hierher? Ich weiß nicht. Das ist dein Job. Wenn er erstmal hier ist, übernehme ich. Eden, es kann funktionieren. Glaub mir, ich weiß, dass es geht. Nun, wie du siehst, ist dies um ein beträchtliches, wie soll ich sagen, vornehmer als das, wo wir vorher gewohnt haben. Hm? Ja, da drüben werde ich einen Flügel hinstellen. Oh, dein Klavierspiel hat mir so sehr gefehlt, Jeffrey. Er ist darin unglaublich begabt. Ja, ich weiß. Ich habe ihn oft spielen hören. Als ich klein war, gab es zu Hause keinen Tag ohne Musik. Und wir haben getanzt. Oh ja, das auch. Weißt du nicht mehr? Ich habe ihm das Tanzen beigebracht, als er erst 12 war. Du hättest uns sehen sollen. Pass auf. Und vielleicht noch einmal? Oh, ich hatte gerade eine wundervolle Idee. Ihr habt gesehen, wie groß das Haus ist. Und dazu kommt noch der Gästeflügel. Passt mal auf, wie wäre es, wenn ihr beiden einfach zu mir zieht?
Ich weiß, so eine Entscheidung könnt ihr selbstverständlich nicht sofort treffen. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt. Ihr wisst nicht, was es mir bedeutet, meinen wundervollen Sohn bei mir zu haben. Und meine neue, bezaubernde Schwiegertochter. Überlegt es euch bitte. Als nächstes sollten wir versuchen, Richter Barnett für unsere Berufung zu bekommen. Nach dem, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist er der Beste, den wir kriegen können. Und du hörst mir doch überhaupt nicht zu. Oh. Entschuldige. Was ist los? Oh, Victoria und ich hatten wieder mal Streit. Wir scheinen in der letzten Zeit nur noch aneinander vorbeizureden. Nun, ihr Verhalten war schon ein wenig launenhaft. Du hast es also auch bemerkt, hm? Sie hat eine Menge Probleme, Mason. Ja, ich fürchte, das stimmt. Tut mir leid, wenn ich dich damit reinziehe. Hör mal, ich glaube nicht, dass ich mich hierauf konzentrieren kann, ohne vorher etwas zu essen. Was hältst du vom Orient Express? Ja, ich muss nur... Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wenn du dir Sorgen um Samantha machst, können wir uns auch etwas holen und das mit zu dir nehmen. Ich denke, es wäre besser, wenn du hier bist, wenn Victoria aus dem Studio zurückkommt. Ihr braucht etwas Zeit, um miteinander zu reden. Ich glaube nicht, dass dabei was rauskommt. Wir würden nur alles verschlimmern. Das kann man nie wissen, denke ich. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass, wenn wir beide jetzt zusammen essen gehen, dann macht das die Sache für uns drei nicht leichter. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ich meine, ich habe dich gebeten, den Plan fallen zu lassen, aber du lässt nicht locker. Schlag es dir aus dem Kopf. Das kann ich nicht. Ich habe wirklich darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Aber dieser Plan ist brillant. Er wird funktionieren. Nein, er wird nicht funktionieren, weil ich nicht dulden werde, dass er ausgeführt wird. Und du wirst mir jetzt ein für alle Mal erklären, dass du ihn fallen lässt. Bitte. Nein, das werde ich nicht. Ich soll doch den Tatsachen ins Auge sehen und genau das tue ich. Das ist eine Chance für dich, freizukommen. Und ich will nicht, dass wir sie verpassen.